In vielen Geschäftssituationen müssen wir verhandeln. Und selbstverständlich möchten Sie bei einer Verhandlung das Beste für Sie und Ihre Firma herausholen. Aber wie machen Sie das? In diesem Video möchte ich Ihnen ein paar Techniken mitgeben, wie Sie Ihre Verhandlungsfähigkeiten verbessern können. Und ich mache das anhand von diesem Buch. Das ist ein Buch, das ich Ihnen wirklich auch empfehlen kann, um zu lesen. Es ist auch mal lustig zu lesen. Es ist das Buch Kompromisslos Verhandeln von Chris Voss. Auf Englisch ist das Never Split the Difference. Und im Video werde ich Ihnen ein paar Techniken vorstellen, die ich aus diesem Buch rausgeholt habe. So, Chris Voss ist ein Verhandlungsführer der FBI. Er hatte jahrelang für die FBI gearbeitet und musste dann verhandeln, um Geiselnehmer zu überzeugen, die Geisel freizulassen. Und sein Ziel war dann selbstverständlich immer, um ohne Geld zu zahlen, die Leute freizubekommen. Und er sagt, eigentlich, was wir im Leben machen, was ich so alles gelernt habe in meinem Leben beim FBI, das kann ich auch in einer Geschäftssituation nutzen. Weil ein Kidnapper, das sind eigentlich Geschäftsleute, weil sie versuchen auch den besten Preis zu erzielen. Und so hat er all seine Erfahrung und Wissen in diesem Buch gepackt. Und das Buch ist nicht nur für Leute, die sagen, ich arbeite bei der Polizei, sondern das Buch ist wirklich auch bestimmt für Geschäftsleute, für Unternehmen wie Sie. Und er möchte Ihnen gerne ein paar Tipps mitgeben und ich werde die wichtigste jetzt in diesem Video besprechen. Und ich möchte Ihnen auch empfehlen, lesen Sie das Buch mal, was es sich wirklich auch gut zu lesen. Es ist auch mit vielen Unterhaltungen, um alle seine Geschichte und Erfahrungen darüber zu lesen, was er alles so begegnet hat und was er alles mitgemacht hat im Leben. Aber gut, Sie sind hier, um über die Verhandlungstechniken zu sprechen. Und er sagt ja, lange, lange Zeit haben Leute die Verhandlungen gemacht, als ob sie dachten, die Leute sind rational. Also wenn ich A mache, macht mein Gegenüber B und dann kann ich C machen und so gehen wir weiter, bis wir dann zu einem gewünschten Ergebnis kommen. Aber in Echtheit sind wir Menschen gar nicht rational. Und deshalb habe ich hier dieses Bild von schnellen und langsamen Denken. Sie haben das oft in weiteren von unseren Videos auch davon gehört. Also viel von unseren Entscheidungen treffen wir spontan, auf die Schnelle und die sind überhaupt nicht rational geprägt. Und das heißt, auch in den Verhandlungen geht es nicht so sehr um das Rationale. Nein, wir müssen auch wirklich da das Emotionale von diesem schnellen Denkensystem berücksichtigen. Und das heißt, wir Menschen wollen wir allen wollen gerne verstanden und akzeptiert werden. Also auch Ihr Gegenüber bei einer Verhandlung, auch eine Kunde, wenn Sie ein Verkaufsgespräch haben, auch Ihre Kinder, wenn Sie frühzeitig ins Bett gehen müssen und Sie werden da verhandeln, um ja, dafür zu sorgen, dass die Leute machen, was sie wollen. Das alles sind auch Verhandlungen. Die Leute, Ihr Gegenüber, möchte gerne verstanden und akzeptiert werden. Und das heißt, wir müssen wirklich anfangen mit das Emotionale bei einer Verhandlung. Weil nur, wenn wir die emotionale Ebene ansprechen, nun, wenn wir und unser Gegenüber da zusammenkommen können, nur dann können wir Vertrauen aufbauen und erst dann können wir über die Fakten, erst dann können wir über das Sachliche sprechen. Wie machen wir das dann? Also Chris Voss erklärt in seinem Buch ein paar verschiedene Techniken dazu und er sagt, dabei ist es wirklich wichtig, dass Sie aktiv zuhören und dass Sie taktische Empathie zeigen. Und bei das aktives Zuhören, das sehen Sie hier auf die Folie, geht es darum, gehen Sie nicht zu schnell, gehen Sie in Ihre Gespräche, in Ihre Verhandlungen nicht zu schnell, beeilen Sie sich nicht, um zu einem Deal zu kommen. Nein, es ist besser, die Sachen zu verlangsamen. Und geben Sie Ihrem Gegenüber wirklich das Gefühl, dass diese Person sicher genug ist, dass er sich selbst offenbaren kann. Also bauen Sie dieses Vertrauen auf, geben Sie ihm das Gefühl, schenken Sie Aufmerksamkeit, bauen Sie eine Beziehung auf. Und wie machen Sie das? Weil aktives Zuhören hört sich vielleicht einfach an, aber es sagt wirklich auch das Aktive dabei. Dafür müssen Sie Mühe machen. Aber das kann man wirklich mit ein paar einfachen Techniken machen. Und das sind zum Beispiel das Spiegeln, Schweigen und die richtige Stimme. Und das heißt, wenn jemand etwas erzählt, möchten Sie wirklich auch so viele mögliche Informationen aufdecken. Sie möchten wirklich, dass Ihr Gegenüber viel spricht, weil dann können Sie mehr Informationen aufdecken und das können Sie dann später im Gespräch benutzen. So sicherlich am Anfang vom Gespräch möchten Sie Ihr Gegenüber ermutigen, viel zu erzählen. Und das können Sie machen, zum Beispiel beim
diese Methode, diese Technik der Spiegeln. Und bei Spiegeln, was sie da machen, ist eigentlich, es ist eigentlich ganz einfach. Sie wiederholen die letzten 2, 3 wichtige Wörter von einem Satz von ihr gegenüber. So, vielleicht haben sie ein Gespräch mit einem Kunde und der Kunde sagt, ja, und ich habe dann immer Rückenschmerzen. Und dann können sie einfach sagen, Rückenschmerzen, und schweigen Sie dann, also das ist wirklich auch eine wichtige Technik, schweigen Sie, lassen Sie eine Stille, haben Sie keine Angst für eine Stille. Vielleicht am Anfang, wenn Sie denken, das fühlt sich doch komisch an, können Sie so im Kopf bis 5 oder bis 10 zählen. Aber so durch zu schweigen, geben Sie Ihr Gegenüber Möglichkeit, weiter zu erzählen. Und Ihr Gegenüber wird dann über, in diesem Fall, die Rückenschmerzen weiter erzählen. Was auch wichtig ist, dass Sie eine richtige Stimme haben. Also haben Sie eine lockere Stimme, eine freundliche Stimme, eine offene Stimme und haben Sie nicht etwas Böses oder mit viel Autorität. Eine andere Sache, die wichtig ist, also es geht nicht nur um das Zuhören, aber auch um das Vertrauen aufzubauen. Und dabei geht es um diese taktische Empathie. Und dabei geht es darum, dass Sie sich versetzen in Ihr Gegenüber. Und auch wenn Sie das machen und Sie zeigen Ihr Gegenüber, dass Sie diese Person verstehen, auch das hilft, um Vertrauen und Verständnis aufzubauen. Und die Perspektive erkennen, das heißt nicht, dass Sie dann auch die gleiche Meinung sind. Nein, Sie können eine ganz andere Meinung haben, aber es geht wirklich darum, dass Sie verstehen, okay, wieso macht mein Gegenüber jetzt das, wieso hat er diesen Blickwinkel auf der Welt? Und dafür benutzen wir Techniken wie Etikettieren und einen Vorwurf Audit. Und beim Etikettieren, das zeige ich hier auf dieser Folie, das geht eigentlich darum, dass Sie nicht nur das besprechen, worüber Ihr Gegenüber spricht, aber dass Sie auch mal schauen, okay, wie ist diese Person? Hat diese Person so non-verbale Signale, die ich interpretieren kann? Sehe ich, dass diese Person sich doch nicht so wohl fühlt, oder sehe ich, dass diese Person eigentlich etwas nicht sagen möchte, oder gibt es so noch andere Sachen? Und beim Etikettieren, was sie eigentlich machen, ist, sie benennen das, was nicht gesagt wird. Und das können sie Sätze verwenden wie, es klingt, als würden sie gerne, es scheint, als ob ihnen etwas wichtig ist, es hört sich so an, als ob sie das und das nicht mögen, es scheint, als würden sie hassen. Und hier habe ich dann im Rot diese Beispiele, wie das dann aussehen könnte. Können Sie zum Beispiel sagen, okay, es hört sich so an, als hätten Sie damit schon einmal schlechte Erfahrungen gemacht. Oder es klingt, als hätten Sie einen Grund, warum Sie sich dabei unwohl fühlen. Oder wenn Sie ein Immobilienmakler sind, können Sie auch zum Beispiel sagen, es muss fair sein, ein Haus zu verkaufen, an dem man selbst so viel renoviert hat. Und was Sie hier machen, ist, dass Sie das, was nicht gesagt wird, dass Sie da Wörter dran geben, dass Sie es sagen, dass Sie es aussprechen. Und vielleicht denken Sie dann, ja, aber ich möchte doch nicht über negative Sachen reden, weil das bringt das Gespräch ins Negative, aber so funktioniert das nicht. Es ist wirklich gut, um das zu benennen, weil Ihr Gegenüber bekommt dann das Gefühl, ah, diese Person versteht mich, diese Person kann mir helfen, das zu benennen, was mir, ja, für mich schwierig ist. Und wirklich so können Sie eine Beziehung und Vertrauen aufbauen und dann können Sie weiterkommen in Ihre Verhandlung. Auf die vorherige Folie hatte ich dann auch noch eine Technik, das war der Vorwurf-Audit. Und das ist ein bisschen ähnlich wie was wir hier gemacht haben mit diesem Etikettieren. Aber bei der Vorwurf-Audit können Sie, bevor Sie das Gespräch starten mit Ihr Gegenüber, mal denken, okay, was könnte mein Gegenüber alles als Negatives gegen mir haben? Und dann kann es vielleicht sein, dass Sie sagen, okay, ich möchte jetzt ein Verkaufsgespräch haben und vielleicht hat die Person gegenüber mich schlechte Erfahrungen mit Verkaufsgesprächen. Dass Verkaufsleute immer nur das machen, was für sich wichtig ist, aber nicht für den Kunden. Und auch dann können Sie so überlegen, okay, was könnte mein Gegenüber alles für Negatives im Kopf haben? Und auch das können Sie so mit einem Etikett aussprechen. Und so können Sie wirklich die Luft klaren und können Sie so gut mit einer guten Beziehung aufbauend am Gespräch anfangen.
Ich möchte Ihnen dann noch eine weitere Technik vorstellen, weil ja in diesem Video gehen wir wirklich auf die Schnelle durchs Buch. Aber jetzt möchte ich noch Zeit nehmen für diese Technik, weil ich denke, das ist eine Technik, die wirklich, wirklich auch wertvoll ist. Nicht nur im Unternehmen, aber wirklich auch im Alltag. Und das ist eine Technik, wobei wir ja die mentale Energie unser Gegenüber nutzen. Und ich habe hier auch bewusst diesem Bild von zum Beispiel Judo genommen, weil auch das ist etwas, wobei wir wirklich die Energie, die Kraft unser Gegenüber benutzen, um diese Person so zu wenden, wo wir diese Person gerne haben möchten. Und wie heißt diese Technik dann? Also das ist die Technik der kalibrierten Frage. Was ist dann eine kalibrierte Frage? Das ist eine Frage, wobei Sie nicht nur einfach eine Frage stellen, aber Sie haben Ihre Frage so formuliert, dass Sie Ihr Gegenüber dazu zwingen, mal innezuhalten und wirklich nachzudenken, wie ein Problem zu lösen ist. Weil wenn wir eine Aussage machen oder wir machen eine Frage, worauf Leute nur mit Ja oder Nein antworten können, dann ja, dann antwortet unser Gegenüber, aber das bringt das Gespräch nicht wirklich weiter. Und wenn wir eine Frage haben mit Warum, dann ist das oft so eine Anschuldigung, egal in welcher Sprache das dann ist. Und wenn wir eine Frage haben, die anfängt mit Wer oder Wo oder Wenn, dann kann unser Gegenüber mit wirklich kleinen, winzigen Informationsbrocken antworten. Und dann geht das Gespräch auch wieder weiter. Und das ist alles, was wir nicht möchten. Nein, wir möchten wirklich eine Frage stellen, die ja, unser Gegenüber anregt, selbst nachzudenken. Und das machen wir mit Fragen, die anfangen mit wie oder was. Weil das sind Fragen, wobei wir unser Gegenüber um Hilfe bitten. Und unser Gegenüber hat dann wirklich auch die Idee, ich habe hier Kontrolle, ich kann hier auch etwas steuern. Und ja, Ihr Gegenüber hat auch Kontrolle, aber eigentlich durch Ihre Frage führen Sie das Gespräch. So, Sie haben die wirkliche Kontrolle, aber Sie erlauben Ihr Gegenüber auch ein Gefühl von Kontrolle. Und mit Wie und Was fragen, das ist nicht eine Beschuldigung wie beim Warum. So, Sie haben auch keine Aggressionen in Ihrer Frage und Sie bieten Ihr Gegenüber die Möglichkeit, auch eigene Ideen reinzubringen, eigene Wünsche reinzubringen, ohne aufdringlich zu sein. Und das Beste, Sie können so wirklich Ihr Gegenüber, wie bei diesem Bild von Judo, zu einer bestimmten Richtung lenken. Wie könnte das dann aussehen? So, statt dass Sie fragen, sieht das nach etwas aus, das Ihnen gefallen würde, können Sie fragen, okay, wie sieht das für Sie aus? Was davon gefällt Ihnen? Was davon gefällt Ihnen nicht? Oder statt dass Sie sagen, warum haben Sie das getan, können Sie dann sagen, was hat Sie dazu gebracht, das zu tun? Oder statt dass, in diesem Fall ist dann ein Beispiel von einer Geiselsituation, statt dass Sie sagen, nein, ich habe das Geld nicht, Sie fragen mich Geld, um ein Geisel freizulassen, aber ich habe das Geld nicht, kann man fragen, aber wie können wir so viel Geld zusammenbringen? Weil Sie sehen auch hier, ich weiß, das ist ein Beispiel von einer Geiselsituation, aber die andere Frage trifft wirklich auch zu auf Unternehmenssituationen. Es lässt Ihr Gegenüber dann wirklich innehalten und denken, wie können Sie eigentlich an so viel Geld bekommen? Vielleicht ist das, was ich gefragt habe, überhaupt nicht realistisch. Und ein anderes Beispiel ist, dass Sie sagen, Sie können nicht gehen, dass Sie sagen, okay, was hoffen Sie zu erreichen, wenn Sie gehen? Und Sie sehen hier, bei all diesen kalibrierten Fragen, die fangen an mit wie oder was und haben wirklich das Ziel, dass Ihr Gegenüber innehält, mal nachdenkt und dass Sie wirklich so auch Ihr Gegenüber nudgen können in die von Ihnen gewünschte Richtung. Ich habe hier noch etwas mehr Beispiele von kalibrierte Fragen. Hier steht auch die Name, kalibrierte Frage auf die Folie. Und da können Sie zum Beispiel auch sagen, okay, was ist die größte Herausforderung, vor der Sie stehen? Das ist auch etwas, was Sie in einem Verkaufsgespräch fragen können. Oder was ist Ihnen dabei wichtig? Wie kann ich dazu beitragen, dass es für uns besser wird? Wie möchten Sie, dass ich vorgehe? Was hat uns in diese Situation gebracht? Wie können wir dieses Problem lösen? Was ist das Ziel? Was wollen wir hier erreichen? Oder wenn jemand etwas von Ihnen fragt, können Sie antworten, okay, wie soll ich das da machen? Und hier steht dann auch am nützlichsten, also das ist wirklich ein Satz, eine Frage, die Sie oft in einem Gespräch nutzen können. Okay, wie soll ich das dann machen? Und diese Technik der kalibrierten Frage, das ist wirklich ja, passend zu der Aussage, wer fragt, der führt. Sie stellen Fragen,
aber das sind dann wirklich auch Fragen, die etwas bringen. Es sind Fragen, die ihr Gegenüber ermutigen, selbst nachzudenken, zu nurturen in eine bestimmte Richtung, aber ihr Gegenüber auch das Gefühl geben, Kontrolle zu haben über das Gespräch. Und das hilft dann wieder, diese Beziehung, dieses Vertrauen aufzubauen. Ich hoffe, dieses Video hat Ihnen gefallen. Wenn Sie sagen, ja, ich möchte noch mehr tiefer da reintauchen in unsere Online Academy, haben wir ein ganzes Webinar zu diesem Buch gemacht. Da schauen wir uns auch weitere Beispiele an. Da schauen wir uns noch weitere Techniken an. Also über swissmademarketing.com/de/onlineacademy haben Sie Zugriff, können Sie ein Probeabo auf die Academy abschließen. Und wenn Sie sagen, hey, ich möchte doch noch mehr diese kleinen Videos erhalten, wie diese von anderen Büchern, Inspirationen daraus oder weitere Tipps für Unternehmen, wie sie ihr Marketing betreiben sollen, abonnieren Sie dann unser YouTube-Kanal.